Gut, schauen wir mal. Wir sammeln noch schnell die anderen Gläschen ein und dann machen wir mal ein bisschen Misch-Action. Da müssen wir dann gleich nochmal schauen, wie genau die Kombinationen waren. Ich kann mich nur noch so grob dran erinnern. Warte mal, ich bin falsch abgebogen. Ich kann mich nur noch so grob dran erinnern, wie genau das war mit dem Rätsel. Ich glaube, das hat sich dann addiert, die Zahlen, also wenn wir das zusammengekippt haben. So, nochmal hier rein. Vielleicht hängt aber auch nochmal irgendwo ein Hinweis drauf, ich weiß es nicht. Hängt da nochmal irgendwas? Ich habe mich noch gar nicht weiter umgesehen hier. So, wir haben hier... Ach, hier ist tatsächlich gelb 6. Da steht aber auch... Naja, was soll's. Ne, wir lassen das mal drin. Wieso steht überall Salpetersäure drauf? Ich verstehe es nicht. Was haben die hier geforscht? Also ein bisschen merkwürdig ist das schon. Oh, wir können auch Wasser aufnehmen, alles klar. So, erstmal alle Flaschen hierher. Auch wenn die Flaschen eher Gläser sind. So. Hier drüben haben wir Rot. UMB Nummer 3. Also wir haben 3 und 6. So, dann müssen wir mal ganz kurz in die Akten gehen. Residenz und das Laborexperiment in organischer Chemie. Nochmal hier rüber. Okay, 3 und 6 sind rot und gelb, genau. Die 7 ist grün. Die 10... also wir müssen einmal 7 herstellen und einmal 10 wahrscheinlich. Und dann kippen wir einfach nochmal UMB 3 drauf. Gut. Die 10 ist an sich... Also ich denke mal, das Wasser wird wohl die 1... wird wohl 1 wert sein, wenn wir Wasser mit dazugeben. Das heißt, wir geben rot und gelb zusammen... Und da dann noch einmal Wasser rein. Und für das Grüne Gelb und Wasser. Okay, das ist gar nicht so schwer. Rot und Gelb und... Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, das war so. Ich bin mir nicht sicher. So, wir nehmen einmal davon mit. Und einmal davon. Könntest du bitte, Jill? Danke. So. Und nochmal. Ist natürlich hier ein bisschen... Ja, die Experimente sind ein bisschen... Ich bin ja auch noch nicht fertig, Mensch. Ich sag mal nichts dazu. Okay, dann müssen wir das anders machen. Ja, wir dürfen nur die Sachen herstellen, die da stehen, offenbar. Deswegen stellen wir jetzt zweimal die 7 her. Ja. Und gleich nochmal. So. Deswegen stellen wir zweimal die 7 her und kippen da dann... Okay, das klappt auf jeden Fall schon mal. Und kippen da dann das Rote drauf auf 1. So, ja damit. Und auch hiervon nochmal 1. Ne, warte mal, das ist falsch. Ich brauche noch ein Rotes. So. Jetzt sollten wir eigentlich ausgerüstet sein. Wir kombinieren das da mit nicht. Warte mal, was habe ich denn jetzt? Nochmal kurz. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Also es muss ja, irgendwas muss ja falsch gewesen sein. Zeig nochmal bitte hier hinten. So, aber 10 ist doch orange. Also 10 ist grün plus rot. Da komme ich bei 3 plus 7 auf 10. Ich weiß nicht, was ihr jetzt für ein Problem habt dabei. Das war doch, hä? Verstehe ich gerade nicht. Sorry, verstehe ich nicht. Ich muss noch eine 10 herstellen, um die 17 dann zusammenkippen zu können. 3 plus 7. Rot plus grün. Ich mach das nochmal jetzt. Das klappt nicht. Wieso? Ich verstehe es gerade nicht. Ach, Mensch. Yay. Chemie für Arme. Also es hat eigentlich nichts mit Chemie zu tun, das Ganze, aber ist egal. Dieses komische Zahlensystem hier, das kann sowieso kein Mensch verstehen. Lag es jetzt vielleicht an der falschen Reihenfolge oder was ist denn jetzt das Problem? 4 war ja eigentlich nicht mit dabei, ne? Aber ich probiere jetzt trotzdem mal ganz kurz. So, was haben wir eigentlich? 3 plus 6 ist 9. 9 war nicht mit aufgelistet. Hä? NP4, das war doch gar nicht mit dabei. Was zur Hölle?
Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber macht nichts. 4 plus 6 ergibt auch 10. Yay, das klappt. Es ist mir unbegreiflich. Ich weiß es nicht. So, dann kippen wir die zwei zusammen. Und haben VP 17. Jetzt brauchen wir bloß noch einmal das Rote. Ja, her damit. Also ganz logisch ist es nicht, aber wir haben jetzt, glaube ich, VJ hergestellt. Genau. Wunderbar. Und dann möchte ich doch mal meine. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz. Bin ich denn blöd? Das stand doch nicht mit drauf, oder? Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz, auch wenn es nicht mehr wichtig ist. Stand die 4 da mit drauf? Nö. Seid ihr blöd oder was? Und vor allen Dingen habe ich eine Kombination gefunden, bei der ich die 4 nicht brauche und trotzdem habt ihr mir gesagt, dass es falsch ist. Ihr seid doof. Ihr seid echt blöd. So, aber wir haben VJ hergestellt, das ist die Hauptsache. Und dann will ich mal meiner Vermutung nachgehen, dass wir in diesem Kontrollraum mit den Tentakeln vielleicht das Zeug reinkippen können. So, ich muss sowieso mal die ganzen Gläschen wegschaffen gehen. Und bei der Gelegenheit können wir dann auch das rote Buch mit einsacken. Allerdings will ich halt nicht riskieren, wenn es so wirklich zur Pflanze geht, dorthin zu gehen, bevor ich sie geschwächt habe. Das wäre ungesund, glaube ich. Das muss nicht sein. So, diesmal nicht wie ein Idiot über das Loch rennen. Das wäre schön. Diesmal gehen wir gleich hier lang. Gut. Hat funktioniert. Und wir gehen mal kurz unsere nicht gebrauchten Gläschen wegschaffen. Ich finde auch schön, dass Jill nie die Gläser dann ausgewaschen hat, wenn das Experiment gescheitert ist, sondern dass sie einfach immer alles reingekippt hat. Sollte man nicht tun. Gut, ich packe den Scheiß mal nach ganz unten, weil wir es nicht mehr brauchen. Am besten zum Schwertschlüssel, genau. So, und dann brauchen wir noch das Buch. Wo ist es denn? Hier oben. So weit oben habe ich das platziert. Na gut. Auf in den Kontrollraum. Die Reise ist jetzt mal wieder ein bisschen länger. Aber zumindest kommen uns keine Bienen mehr in die Quere auf dem Weg dahin. So, bin ich mal gespannt, ob mein Plan funktioniert. Ich weiß es nicht genau. In dem Fall ist es aber mal ganz nützlich, dass ich noch zumindest so eine rudimentäre Erinnerung an das habe, was im Originalspiel da vorgefallen ist oder was man dort machen konnte. Stand da gerade ein Fenster offen oder habe ich mir das eingebildet? Naja, egal. Solange niemand reinkommt, ist es mir recht. Ich finde es auch ganz gut, dass hier so gut wie keine Zombies vorhanden sind. Also klar, die paar, die hier reinspaziert gekommen sind in den Räumen. Ansonsten aber hat sich's in Grenzen gehalten. So. Wieder den üblichen Weg, da wir nicht mehr über die Kisten können, hier durch den kleinen Raum, durch das kleine Kabuff, das nach unten führt. Einmal nach unten, wieder nach oben, und dann sind wir auch schon da. Ach, solche kurzen Wege, ist das nicht schön? Gut, aber ich muss sagen, ich verbinde das lieber mit ein bisschen der Rennerei hier, als jetzt sinnlos meine Munition in die Pflanze reinzuballern, wenn ich richtig gegen das Vieh kämpfen muss. Das will ich nicht. Das spare ich mir lieber auf. Ich kann die garantiert noch besser gebrauchen bei späteren Gegnern. Übrigens kommt mir Jill immer so vor, als ob sie X-Beine hat, wenn sie rennt. Ich weiß auch nicht. Also eigentlich kommt sie mir nicht bloß so vor, sie sieht auch wirklich so aus und vor allem gibt es ja auch solche Situationen wie damals, als wir in die Küche gegangen sind und der Zombie dann rauskam. Da ist sie ja nach hinten umgefallen vor Schreck und da macht sie auch solche X-Beine immer. Das ist nicht gesund und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine militärische Ausbildung solche Haltungsfehler zulässt unbedingt. Aber gut, egal. Sie ist ja noch jung, sie ist ja noch ein unerfahrenes Küken. Da muss sie ja noch nicht voll ausgebildet sein und voll gut drauf sein. Sie kämpft ja auch ein bisschen mädchenhaft, wenn sie mit dem Kampfmesser herumhantiert. Von daher, naja. Sie ist noch nicht so die geborene Kämpferin, Kriegerin, was weiß ich. Solange sie überlebt, ist es aber egal. Hallo Pflänzlein. So, kann ich dir irgendwo hier was reinkippen? So, ja, es kann nicht verwendet werden, aber können wir vielleicht trotzdem das. Es geht! Es geht! Sehr gut! Tschüss! Bis bald!
Oh, ein Traum. Ich bin begeistert. Das sieht nach dem Steuersystem für den Wassertank aus, aber es ist kaputt und kann nicht verwendet werden. Es hat aber gereicht gerade, um zumindest die Pflanze wegzuhauen. Gut, ich glaube, damit hat der Raum seinen Dienst schon getan. Und jetzt traue ich mir auch zu, mal bei der Pflanze vorbeizuschauen, muss ich sagen. So, ich trinke mal ganz kurz was. Stimme ist immer noch ein bisschen im Arsch. Ah, so. Okay. Auf nach unten, auf nach drüben, auf nach oben, auf zur Pflanze. An den Raum habe ich auch keine guten Erinnerungen hier. Dieses ganz knappe Spielchen mit dem Hai, der da wie so ein Bescheuerter gegen die Scheibe geklatscht ist, das war nicht so schön. Brauche ich nicht wieder sowas. Gut, wir gehen... Warte mal. Falsche Richtung, dachte ich mir gerade. Wir müssen ja drüben lang. Wir müssen durch die Tür. Gut. Einmal ums Eck, dann nach oben. Ich habe schon lange keine Munition mehr von Barry erhalten, muss ich sagen. Schade, eigentlich. Ich meine, ich habe die ganzen Granaten, die er mir gegeben hat, zwar noch nicht verpulvert, aber man kann nie genug davon haben. Ich habe nichts dagegen, wenn er mich hier dauerhaft versorgt damit. So, halt, falsche Richtung, da lang. Gut, und dann können wir hoffentlich dieses Bunkersystem hier unten erstmal hinter uns lassen für die nächste Zeit. Da sollte jetzt eigentlich nichts mehr zu holen sein für uns. Okay, Pflänzlein, ich komme. Die Frage ist, was machen wir hier eigentlich? Wir laufen die ganze Zeit bloß rum und arbeiten uns vor in den Rätseln, aber was genau wir eigentlich tun, wissen wir gar nicht. Ich nehme aber bald mal an, wir sind auf der Suche nach dem Helmschlüssel. Der fehlt uns nämlich noch für das Herrenhaus. Schauen wir mal, ich weiß es nicht. Wäre aber irgendwie logisch zumindest. Also es fehlen uns ja noch zwei Schlüssel. Einmal der Helmschlüssel und dann der Spencer-Schlüssel, der einmal für die versteckte Tür im Treppenhaus des Spencer-Anwesens passt. Und einmal an einer anderen Tür, die im Ostflügel war, im Erdgeschoss. Oh, ich muss dann mal unbedingt eine Pflanzensumme nehmen, sehe ich gerade. Gut, rein damit. Oh, die Einwände der Bücher scheinen eine Art Muster zu bilden. Ich sehe schon. Zwei Bücher Bücher vertauschen, natürlich. Ich nehme mal an, das ist ja ganz außen. Steck das mal darüber. Ja, bitte. Und zwar die hier. Ah, das passt nicht so richtig, ne? Warte mal. Wir machen mal Bandage with Blood. Na dann. Das sah aber gut aus. Hey, das funktioniert. Okay, also müssen wir hier den Schrank nicht verschieben. Wahrscheinlich wäre das auch gegangen, nehme ich mal so an. Sondern er wird durch einen Mechanismus verschoben. Und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt nicht mehr kämpfen müssen. Oh, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. What? Barry! What the hell is this thing? Barry! Jill! Brate es! Was zur Hölle? Barry, der alte Berserker, der brät das Ding einfach mal weg, obwohl er da dranhängt, wie ein Badass. I thought it was finished. Yeah. That was close. Thanks again.
Don't mention it. But what was that? What the hell's going on in this place? So, haben wir jetzt Barry als... Nein, ich dachte schon, den haben wir jetzt als Begleiter mit dabei. Gut, dass er ein bisschen aufgerüstet hat. Also ich glaube, mit dem Colt allein wäre hier ein bisschen aufgeschmissen gewesen. Aber das war doch eine schöne Brataktion. Also wie ein kaltblütiges Arschloch hat er das Ding in Stücke gerissen mit seinem Flammenwerfer. Und ja, ich sehe den Schlüssel da drüben. Ich will aber trotzdem erstmal den Rest anschauen. Gibt aber sonst nichts weiter. Gut, Hausschlüssel. Das wird wohl der Helmschlüssel sein. Der sieht ein bisschen blutig aus, kann das sein? Keine besonderen Merkmale, außer dieser roten Spur da dran. Und es ist ein Helm eingraviert. Wer hätte das gedacht? Es ist der Helmschlüssel. So, ich schau mal kurz oben nach. Barry, du bleibst hoffentlich so lange da. Lauf nicht wieder weg. Okay, gibt's hier noch was? Ich hätte nichts gegen ein, zwei Pflänzchen oder sowas. Nee, ich glaube, das ist einfach nur zum Kampf. Also wenn man gegen das Vieh kämpfen will, wenn man sich dafür entscheidet, gegen das Vieh zu kämpfen, dass man, glaube ich, einfach ein bisschen Bewegungsfreiheit hat. Dazu ist es wahrscheinlich da hier. Gut. Oh, ich hätte schon nochmal mit Barry reden wollen eigentlich. Die Tür war doch von der anderen Seite verschlossen. Ich wollte sie nur aufschließen, Mensch. Lass nochmal zurückgehen. Und wehe, Barry ist jetzt weg. Das fände ich gemein. Nee, er ist noch da. Liegt da was? Hast du deine Kontaktlinse verloren? Barry. I think I'll stay here a little longer. Okay. Barry untersucht den Boden. Ja, ich weiß nicht, was er sucht, aber na gut. Soll mir recht sein? Also mal wieder das übliche Muster. Wir splitten uns auf. Warum sollten wir auch einmal zusammenbleiben? Ich weiß es nicht. Ist ja eine total abwegige Idee. Ich glaube aber, damit haben wir jetzt die Residenz soweit abgeschlossen. Wir haben eigentlich alle Räume erkundet und wir haben den Helmschlüssel, der es uns ermöglichen sollte, wieder ein bisschen mehr... Ja, ich glaube, es ist bloß noch rot, weil wir dort noch die Pflanze stehen haben. What? Wesker! Jill, so you're safe. That's what I was going to say. I apologize. It was all I could do to protect myself against those strange creatures. I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice? Barry, you sounded a little flaky. Now that you mention it, yeah. I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay, if there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. Toll. Also wir haben mal Wesker getroffen. Der scheint Bienen gejagt zu haben, wie es aussieht. Oh, Verzeihung, kleine Biene. Und ja, der hat sich auch mal an Barrys Methode gehalten. Wir machen einfach einzeln weiter, warum auch nicht. Hier, das Fenster sieht so offen aus irgendwie. Aber wir haben ihn mal wieder gesehen, das heißt, Wesker ist auf jeden Fall noch am Leben. Das ist ja schon mal was. Ja, die haben wir ja schon gesehen, die Zeitungsartikel. So, eigentlich müssten wir hier aber noch jemanden treffen, oder? Mir war so, als wäre das hier... Aber ich bin zurückgelaufen, sehe ich gerade. Mir war so, als wäre das hier, dass wir noch jemanden treffen müssten, den wir bisher noch nicht gesehen haben. Naja, wer weiß. Vielleicht kommt das noch. Ich dachte eigentlich, das hätte mit dem Treffen hier mit Wesker zu tun gehabt, dass es in einer Stelle wäre. Aber gut. Haben wir mal ein richtig großes Wiedersehen hier gehabt, Mensch. Wir haben Barry gesehen, wir haben Wesker gesehen. Der Einzige, der seit einer halben Ewigkeit verschollen ist, den wir in dem Spiel nämlich noch eigentlich gar nicht gesehen haben, außer im Intro, ist Chris. Und ich glaube, der bleibt auch noch ein bisschen verschollen. Da verrate ich, glaube ich, nicht zu viel. Aber es gibt ihn noch, es gibt ihn noch.